der Felsen dümpelt das Boot von James Polanowski und Stuart Gibson. Mit Bootsmann Jess warten sie auf ihre Welle. Riecht gut. Es bläst ein bisschen. Blasen. Bläst. Blies. Hat geblasen. To blow. Blasen. Für jeden Wellentyp haben sie einen Namen erfunden. Erfinden. Erfindet. Erfand. Hat erfunden. To come up with. Erfinden. Ein paar kommen davon. Ein paar große. Sind gleich da. Wir nennen sie Stinker. Da kommt eine. Nein, es ist eine Südbombe. Der Wind ist komisch heute, aber die Welle ist groß genug. Ich werde mal reinspringen und ein bisschen was machen. Reinspringen. To jump in. Reinspringen. It's used only in the colloquial way. Ob es sich lohnt, weiß man erst, wenn man drin ist. Aber ich denke, es wird gut. Sich lohnen. Lohnt sich. Lohnte sich. Hat sich gelohnt. To be worth it. Sich lohnen. I think it's good. Die spektakuläre Welle von Shipstern Bluff haben James und Stuart persönlich entdeckt, vor über 10 Jahren. Entdecken. Entdeckt. Entdeckte. Hat entdeckt. To discover. Entdecken. Bei einem Bootstrip mit James' Vater, einem Muscheltaucher. Man kommt hier an die Klippe nur von der Wasserseite heran. An etwas herankommen. Kommt heran, kam heran, ist herangekommen. To get at something. An etwas herankommen. Shipstern Bluff ist unter Extremsurfern als Hotspot bekannt. Aber heute geht es um etwas anderes. Stuart will nicht surfen, er will Fotos machen vom Inneren der Welle. Stinker! Dazu muss er mitten rein. Südbombe! Wenn eine Südbombe hier durchgeht, müssen wir besonders aufpassen. Aufpassen. Passt auf. Passte auf. Hat aufgepasst. To be careful. Aufpassen. Gerade mit diesem kleinen Boot kann es gefährlich werden, wenn so eine Welle über dir bricht. Brechen. Bricht. Brach. Hat gebrochen. To break. Brechen. Auch für seinen Kumpel Stuart da draußen ist das nicht ganz ohne. Aber Stuart ist eine Wasserratte. Die Wasserratte. Neutral, a water lover, a water rat. Die Wasserratte. Ein echter Tasmanier eben. Well done. Gut gemacht. Großer Spaß. Wie ist es gelaufen? Ja, super. Ich bin reingeschwommen. In der brechenden Welle, das flimmernde Licht. Ich glaube, ich habe es im Kasten. Ich habe es im Kasten. I have taken all pictures I wanted to. Ich habe es im Kasten. Here, in this phrase, the Kasten stands for the camera or the recording device. Auf
Auf das Gold des Meeres haben es die beiden Freunde Stu Gibson und James Polanowski abgesehen. Absehen. Sieht ab, sah ab, hat abgesehen. To ignore, to not pay attention. Absehen. Auf dem Rückweg von ihrer perfekten Welle machen sie Halt in der Storm Bay. Hier gibt es Abalones, Meeresschnecken. Das Wasser ist klar und schön flach. Wird spaßig. Jess, der Bootsmann, macht den Kompressor klar und den Lufteinlass. Die Lufteinlässe, the air intake, the air duct. Der Lufteinlass. Der nicht nur Luft ansaugt. Die meisten Abalone-Taucher in Tasmanien rauchen gern Marihuana. Die lassen sich dann von ihrem Bootsmann eine schöne Tüte drehen und stecken sie dann in den Lufteinlass. Dann geht's dem Taucher unten gut. Aber James kommt auch ohne Tüte in den Rausch der Tiefe. Im Rausch der Tiefe. In the big blue. Im Rausch der Tiefe. Wenn du so wie ich als Geschäftsmann viel am Laufen hast, kannst du unten richtig abschalten. Kein Telefon klingelt, du schwimmst herum und alles ist egal. Es ist so friedlich. Krach kommt nur vom Kompressor. Der Krach, die Kräche, Noise, Crash, Bang. Der Krach. James macht das schon sein Leben lang. Tauchen nach Meeresdelikatessen. Inzwischen sind Abalones sein Hauptverdienst. In der Saison holen er und seine Leute bis zu 300 Kilogramm pro Tag aus dem Wasser. Holen. Holt. Holte. Hat. Geholt. To get. Holen. Doch auf diesem privaten Turn mit Freunden ist auch James nach dem tasmanischen Fischereigesetz nur Hobbyfischer. Das Fischereigesetz. Fisheries Act. Das Fischereigesetz. Zwei Hummer darf er mitnehmen und 10 Abalones pro Boot. Der Hummer, die Hummer, a lobster. Der Hummer. Mehr ist für Privatpersonen nicht erlaubt. Sieht so aus, als hätten wir ein schönes Abendbrot zusammen. Sieht so aus, als. Looks like. Sieht so aus, als. Southern Rock Lobster und ein paar Abalones. Hier sind sie. Lecker. Lecker. Delicious, tasty. Lecker. Alright. Beautiful size. Schön groß. Pretty big abalone. Yeah. Beautiful size. Ein glückliches Leben. Das führen auch die Freunde James, Stu und Jess. Die drei sind zurück von ihrem Ausflug zur Welle und zur Abalone-Bucht. Auf der Halbinsel Cremorne hat James ein Haus mitten in der Düne. Hier lassen es sich die drei mal richtig gut gehen. Es sich gut gehen lassen. To do oneself well, to have a good time. Es sich gut gehen lassen. Wir braten sie in Knoblauchbutter. Ganz einfach. Schön dünne, weiche Scheibchen. Das Scheibchen. Die Scheibchen, a slice, a small slice. Das Scheibchen.
James hat schon sein Leben lang mit den großen Meeresschnecken zu tun und weiß genau, wie sie ihm am besten schmecken. Ich habe hier einen eigenen Meeresfrüchtehandel. Außerdem habe ich viel von meinem Vater gelernt und Lebenserfahrung. Probieren geht über Studieren. Probieren geht über Studieren, sagen sie. The proof is in the pudding. Probieren geht über Studieren. Den Rand hier würde man in Asien auch noch essen. Aber wir mögen das nicht. Sein Trick, die hauchdünnen Scheibchen. Hauchdünn. Very thin. Hauchdünn. James kocht immer ohne Rezept. James mag nämlich keine Vorschriften. Ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Vorstellen. Stellt vor, stellte vor, hat vorgestellt. To imagine. Vorstellen. Tolle Freunde, gute Arbeit und ein freies Leben. Tasmanien ist mein Platz. Ich muss mal eben probieren. Eben. Just exactly now. Eben. Gut. Stu, die Abalone sind fertig. Nur eine Minute von beiden Seiten. Das reicht. Das reicht oder das reicht nicht. That's good enough, that's not good enough. Das reicht. Das reicht nicht. In China werden Abalonis stundenlang gekocht. Undenkbar für die drei. Einzigartiger Geschmack. Bisschen wie Tintenfisch. Doch der Grill gibt ihm das gewisse Etwas. Aber mal ehrlich, es hängt wohl alles von der Knoblauchbutter ab. Es hängt von ab. It depends on. Es hängt von ab.